Der Putschversuch ist also offenbar gescheitert. Vereinzelt sollen kleine Gruppen aber noch Widerstand leisten. Die Lage bleibt unübersichtlich, auch etwa 12 Stunden nach Beginn des Aufstands. Der Putschversuch in der Türkei scheint gescheitert. Das türkische Fernsehen zeigt Bilder von verhafteten Militärs. Nach letzten Meldungen sind mehr als 1500 Mitglieder der Streitkräfte verhaftet worden. 5 Generäle sollen ihre Posten verloren haben. Der Vormarsch der Putschisten auf das türkische Parlament und den Präsidentenpalast sei gestoppt. Der türkische Armeechef Arka soll aus den Händen der Aufständischen befreit worden sein. Präsident Erdogan macht die Bewegung des Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Er spricht von einem Aufstand einer Minderheit in der Armee und kündigt harte Maßnahmen an. Seine Anhänger ruft Erdogan zu Gegendemonstrationen auf. Das türkische Fernsehen hat seit der Nacht live über die dramatischen Ereignisse berichtet. Das Justizministerium erklärt, die Putschisten seien zurückgedrängt. Regierungsgebäude befänden sich nicht mehr unter Kontrolle der Aufständischen. Soldaten ergeben sich auf der Bosporusbrücke. Sie werden abgeführt. Aufgebrachte Menschen klettern auf Panzer, erbeutete Waffen werden untersucht. Das Fernsehen zeigt verwüstete Regierungsräume. Auch die türkische Nationalversammlung sei stark beschädigt. In einer E-Mail hatten die Aufständischen erklärt, sie würden weiter kämpfen. Die Gruppe nennt sich offenbar Rat für den Frieden in der Heimat. Unterdessen hat Ministerpräsident Yildirim das Parlament für den Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammengerufen.